ein wunderschönes, ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Wir spielen, würde ich mal sagen, mit dem Aerodactyl unter den Duraks und schnappen uns den All-Star-Modus in schwer. Wir haben 28 Minuten Zeit, das kriegen wir hin. Sei denn, mein Akku versagt vorher, aber dann kann ich ja hier trotzdem weiterspielen, das heißt ja nichts. Und okay, was auch immer, Alter, was auch immer das war, es macht mir Schaden, das ist nicht gut. Das ist im All-Star-Modus tatsächlich nicht gut, nicht egal und nicht gut. Wie ging denn hier... Mit runter B ging die Attacke hier. Oh je, ich spiele den kompletten All-Star-Modus in schwer mit einem Charakter, mit dem ich wohl nicht gut umgehen kann. Also noch nicht gut umgehen kann. Das kommt vielleicht noch. Ich meine, wie gesagt, ich habe 28 Minuten Zeit. Höchstens. Oh Gott. Allerdings kriege ich ja echt zuerst mal richtig auf die Schnauze. Das Problem ist halt, dass ich die Seitwärts-B-Attacke halt nicht wirklich benutzen kann. Weil mir das halt selbst zu viel Schaden macht. Und mir selbst zu schaden ist jetzt vielleicht nicht unbedingt... Alter! Falter, das hier wird nichts. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Es ist mit den ganzen Fire Emblem-Charakteren, direkt in der ersten Stufe, ist das aber auch echt fies. Das ist aber auch echt fies, weil ich meine... Die Fire Emblem-Charaktere sind halt echt saustark. Holy Schuh, das hier wird doch im Leben nix. Also nicht mit Glurak. Wow. Bei allem Respekt, aber das hier schaffe ich mit Glurak nicht. Dafür muss ich gegen zu viele, zu starke Charaktere antreten. Alter Falter. Nein! Ja, komm, ich mach's auf normal. Das hier ist ja... Nee. Mit Glurak wird das nix. Mit Glurak wird das nix. Mal abgesehen davon, dass ich eh gleich weg bin. Von daher, vielleicht vergessen wir das Ganze einfach. Nee, machen wir nicht. Das kriegen wir hin. Bereit, los!
Notfalls dann eben ohne mich. Deswegen, ich verabschiede mich schon mal. Und Mega-Entwicklung übrigens. Bin ich unbedingt ein Freund von. Mega-Entwicklung. Ich weiß nicht, es ist halt, Mega-Entwicklung kann zwar ganz cool sein. Ja, es gibt da durchaus coole Pokémon, aber Mega-Entwicklung ist halt prinzipiell, ich weiß nicht, ich hab mich nach den ersten zwei Spielen da noch nicht so anfreunden können mit. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, es passt irgendwie nicht so zu Pokémon. Es ist irgendwie seltsam. Keine Ahnung. Es erinnert mich so an. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber ich bin doch nicht so ein Freund. Wenn sie jetzt einfach eine vierte Entwicklungsstufe eingeführt hätten, das hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden. Die Designs sind halt teilweise ein bisschen krass, aber. Ich hätte eine vierte Entwicklungsstufe an sich irgendwie cooler gefunden als Mega-Entwicklung. Ich weiß nicht, ich finde Mega-Entwicklung ist unpassend. Ich meine, Mega-Entwicklung ist. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, das passt nicht zu Pokémon. Aber gut, nach und nach kriegt jetzt jedes Pokémon seine Mega-Entwicklung. Von daher, ob ich das mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was draus wird. Ich bin mal gespannt, wie Generation 7 wird, dann eventuell sogar auf NX, je nachdem, ob NX ein Handheld, eine Konsole oder beides wird. Stellt euch mal vor, ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit, an Generation 7 zu entwickeln. Stellt euch mal vor, Generation 7 kommt einfach als Launch-Titel für den NX Handheld. Wie krass wäre das denn? Wie krass wäre das denn? Ein Pokémon-Spiel als Launch-Titel für ein neues Gerät wäre auf jeden Fall. Das Ding wäre kein Ladenhüter, das kann ich aber garantieren. Ich bin generell so gespannt, was NX sein will. Ich kann es kaum erwarten, in den nächsten Monaten was davon zu hören. Und ich hoffe auch sehr, dass wir zumindest ein bisschen was davon vor der E3 hören. Also dass wir quasi irgendwann im März, April so rum, vielleicht jetzt sogar schon im Februar, vielleicht kriegen wir nochmal eine Jahres-Direct, die wir normalerweise immer im Januar gekriegt haben. Vielleicht gibt es diesmal noch eine, ein bisschen später, man weiß es nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es eine NX-Direct geben wird. Irgendwie sowas, von der wir ein bisschen was drüber hören. Und dann zur E3 wirklich so ein richtiger Spiele-Blowout gibt mit super Titeln. Und je nachdem, ob es ein Handheld oder eine Heimkonsole wird, mit einem neuen Mario 64-Style Mario und an was auch immer Retro werkelt seit 3-4 Jahren. 3 Jahren. Ich meine, es kommt auf jeden Fall ein neues Mario. Das ist, glaube ich, in Entwicklung seit 3D World beendet ist. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass es erst auf NX erscheint. Das ist auf jeden Fall extrem spannend. Dann wird es ein neues Pokémon geben für was auch immer. Es wird in den nächsten Monaten wird ein neues Pokémon angekündigt. Ob jetzt die Sonderedition Nachfolger zu XY oder wirklich Generation 7, ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch, wenn es ein Handheld ist, dann für NX. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was mit Smash sein wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es Smash 5 auf NX gibt. Ich glaube wirklich, dass es so ein etwas aufgebesserter Port von Smash 4 sein wird. Das passt einfach mehr, weil das Spiel hier ist so ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Titel. Und dann nochmal komplett von Null anzufangen, dann doch lieber so eine Komplettversion, quasi die Stages von Wii U und 3DS zusammen auf NX und dann am besten noch mit Inkling, Ice Climbers und irgendeinem anderen Charakter. Was weiß ich, Banjo-Kazooie, Shovel Knight,
keine Ahnung, irgendwie sowas. Irgendwas Neues vielleicht. Paper Mario würde ich als Charakter sehr begrüßen, irgendwie sowas. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, was passiert, was mit Smash auf NX passiert, was mit NX überhaupt passiert, was mit Pokémon passiert, was mit der Mega-Entwicklung passiert, was passiert, was passiert, was passiert. Und ja, damit haben wir uns hier weiter durch den Normalmodus leider bei Burak, ich weiß nicht, irgendwie. Ich probier's mit Pikachu nochmal auf schwer, definitiv, aber mit Glurak. Mit Glurak war es echt irgendwie nicht so. Mit Glurak wäre ich definitiv zu oft, zu viel, zu schnell gestorben. Es ist halt das Problem, dass ich diese starke Seit-B-Attacke hier im Ortsler-Modus nicht wirklich nutzen kann, weil ich eben selbst Schaden davon trage und das ist halt. Bereit, los! Endergebnis. All-Star. Bereit? Los!
Bereit, los! Bereit, los! Ergebnis. We'll be right back.
Glückwunsch!